Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Es gibt heute wieder Kettle Chips im Test und es ist der zweite Kettle Chips Test überhaupt. Heute gibt es eine Limited Edition Feta, Olive und Tapenade. Wie krass ist das denn? Die hat mir Supermarkt News aus dem Ausland mitgebracht. Aus Spanien kommen die, aber die Chancen stehen gut, dass diese Chips auch zu uns nach Deutschland kommen. Denn die Zutaten stehen ja hinten auch auf Deutsch drauf. Das heißt, die werden garantiert auch bei uns in Deutschland landen. Hergestellt sind sie in England, entdeckt wurden sie in Spanien und gegessen werden sie heute in Hamburg beim Junkfood Guru auf der Couch. Die Kettle Chips Limited Edition Feta Olive Tapenade. Das klingt echt spannend, oder? Könnt ihr euch noch an die letzten Kettle Chips erinnern, die ich hier getestet habe? Ich wäre schwer begeistert. Champagner Trüffelkäse. Einige fanden diese Sorte echt abartig. Ich habe die überall immer mit hingenommen auf Partys und zu Silvester. Und andere fanden sie wiederum sehr geil. Ich finde die richtig geil. Diese Kettle Chips Champagner Trüffel in der schwarzen Tüte mit der goldenen Schrift. Und mal schauen, wie diese Sorte hier schmeckt. Vielleicht habt ihr die ja auch schon im deutschen Supermarkt entdeckt. Dann schreibt es in die Kommentare, ihr Lieben. Ich reiße jetzt mal die Tüte auf und dann schauen wir mal rein. Und wenn es noch nicht in Deutschland gibt, in Spanien, bekommt ihr die auf jeden Fall. Ich hätte vielleicht mal sagen sollen, ich finde die Sorte spannend, dass ich Oliven so gar nicht mag. Mögt ihr Oliven? Das ist ja auch so ein, ich würde gerade sagen Obst, das ist ja auch so eine Gemüse, über das man sich streiten kann. Schaut euch mal die riesigen Kartoffeln an hier, krass. Mmh. Mmh. Ja, die Olive kommt im Abgang vom Geschmack. Am Anfang riecht es und schmeckt es wie ein Käsechip. Aber dann kommt die Olive. Mmh. Zutaten. Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Milchzucker, Meersalz, Buttermilchpulver, Zwiebelpulver, ui. Petersilie, Cheddar-Käsepulver ist hier auch drin. Das erklärt auch dieses Käsearoma. Die Chips sind so groß. Ich bin total begeistert. Die XXL-Kartoffeln hier beim Guru. Die sind groß, die sind knusprig. Und geschmacklich echt einzigartig. Flasht mich aber nicht so wie diese Trüffel-Champagner-Chips. Diese Trüffel-Champagner-Chips fand ich geil, weil du diesen Käsegeschmack hattest. Und dieser Champagner, diese Geschmacksrichtung, hat so ein bisschen was Säuerliches reingebracht, was ich ja total gerne an Essig-Chips mag. Und die wirken dann hingegen wie so eine kleine, etwas abgesoftete Variante. Statt Champagner jetzt ein Olivenaroma. Olive mag ich nicht ganz so gerne. Aber die Tüte wird nicht alt. Wenn man die aufgemacht hat, man will sie einfach weiter essen. Und geschmacklich finde ich die wirklich in Ordnung. Dafür, dass ich Oliven nicht mag, sind die immer noch verdammt lecker. Und auf einer Skala von 1 bis 10 bekommen die tatsächlich noch 8 Punkte. Wirklich lecker, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!